Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Und ich mache heute eine Geburtstagsparktour hier für euch an meinem Geburtstag, dem 24. Juni. Da habe ich immer Geburtstag. Also ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Geschenk für euch. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir natürlich gratulieren. Ansonsten werden wir einfach wie sonst auch uns diesen Park hier anschauen. Der wurde mir im letzten Video sogar vorgeschlagen unter Hashtag Parktour. Tomorrowland heißt das Ding hier. Und der sieht ganz gut vollgebaut aus. Ich musste die ganzen Gäste mal rauslassen. Also ich habe jetzt auf 1500 begrenzt, damit die Performance hier halbwegs gut ist. Hier waren 8000 Gäste drin, glaube ich. Wir haben einiges zu sehen, wenn ich das mal so grob sagen kann. Und ich hoffe, dass wir hier gut durch die Gänge durchkommen. Achterbahn haben wir in diesem Park 13 Stück. 9 Fahrgeschäfte. Das, ja, man hätte jetzt eigentlich gemeint, dass es hier noch mehr Fahrgeschäfte sind, aber ja, ist ja schon eine ordentliche Zahl. Vor allen Dingen sind hier 3 Achterbahnen direkt aneinander. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Und nochmal der Appell, wenn ihr mir Hashtag Parktour einen Park schreibt und ihr wisst noch gar nicht, ob es den überhaupt gibt, guckt bitte erstmal selber nach. Auch wenn ihr kein Steam habt, könnt ihr bei Steam im Workshop, soweit ich das weiß, auch nach Parks und Sachen suchen. Und dann schickt mir am besten einen Link, weil zum Beispiel schreibt einer rein, Moviepark. Ja, Moviepark gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich habe da jedenfalls nichts gefunden. Oder dann schreibt auch einer Adventureland rein. Es gibt 1000 Parks, die Adventureland heißen. Weiß ich nicht, welchen er meint. Und ich habe ja schon irgendwas mit Adventurelands vorgestellt. Aber jetzt gucken wir uns auf jeden Fall hier das Tomorrowland an. Ich gehe mal davon aus, dass das hier so ein vorgefertigtes Objekt ist. Wie auch immer, cooles, nices Eingangsgebäude. Und das auch mal in einem anderen Stil hier mit normalem, ja, Naturpfad. Wobei das halt hier alles sehr eng ist und alle müssen hier durch das Tor durch. Aber wir schreiten mal durch. Hier sind gerade 7000 Leute durchmarschiert. Das hat mich eine ganze Weile gekostet, gerade bevor das Video angefangen hat. Und dann haben wir auf jeden Fall einen opulenten Eingangsbereich. Also das finde ich ist richtig schön. Das hat so echt so einen schönen Märchen. Oh, und auch Steampunk-Style hier. Ich weiß nicht, was das da soll. das passt ehrlich gesagt gar nicht so hier rein. Aber vielleicht ist die Uhr, die mechanische Uhr hier wirklich extrem mechanisch und überall muss es sich drehen und wenden, damit diese Uhr funktioniert. Aber ja, okay. Toilette haben wir hier. Das ist auch cool, das Schild. Prinzessin und Narr. Keine Ahnung. Da ist ja auch die Prinzessin. Die begrüßt uns hier mehrfach. 3 Prinzessinnen sind hier vorne. Prinzessin Amelie. Aha. Nummer 11. Nummer 12. Also sind alle da und die Kinder, guck mal, die kommen direkt an und freuen sich und ja, da war doch mal hier. Yeah, yeah, yeah. Sehr gut. Wir gehen jetzt mal rein, es muss losgehen. Ich freue mich auf die erste Achterbahn. Ich freue mich vor allen Dingen auf diese 3 Achterbahnen, die heben wir uns auf jeden Fall für den Schluss auf. Die will ich dann auf jeden Fall sehen. Und hier haben wir schon mal mega hohe Fontänen. Ein kleiner Begrüßungsbrunnen, ganz klein, Begrüßungsteich, ein Shop. Keiner geht natürlich diesen Umweg hier lang, alle gehen den direkten Weg. Achso, und an diesem Tag, also wenn ihr jetzt das Video seht, an dem Tag, wo das hier rauskommt, bin ich, ich freue mich schon richtig darauf, bin ich mit meiner Freundin, oh hier, yeah, rattenscharf hier die Leggings, bin ich mit meiner Freundin im Toverland in Holland. Ich freue mich mega drauf. Und ich werde mit Sicherheit auch irgendein Video für euch machen. So wie ich jetzt aus dem Heidepark ein Video gemacht hatte. Könnt ihr euch da auch auf ein Video freuen aus dem Toverland. Da hinten ist eine Achterbahn. Hier haben wir mal, ja, Planet Coaster hier so. Ja, das Ding, ja, das ist nice. Macht Spaß hier so ein Teil zu fahren. Also ich kenne nur das aus dem Moviepark. Fand ich schon mal ganz cool. Wobei das im Moviepark halt hier so ein rundes Ding ist und alle gucken nach außen. Aber das war natürlich nicht schlecht. Die Mülleimer, würde ich eher dahin machen, ne? Das ist ein bisschen im Weg hier irgendwie so, finde ich. Fand ich jetzt nicht so schön. Ja, hier sind Achterbahnen in dem Park und ich hatte das schon vorher gesehen. Leider haben die nicht wirklich, was ist das denn? Okay, das wird nix. Das sehe ich jetzt schon. Oh, das sieht halt erst so cool aus, dieser Park. Und dann wirst du, ne, durch bestimmte Sachen doch ein bisschen enttäuscht.
Das ist eigentlich cooler. Der Wartebereich, das sieht ja ganz gut gemacht aus, aber... Oh, hier kannst du auch eine Abkürzung nehmen. Aber wenn ich das schon sehe, das kann nichts sein mit dieser Achterbahn. Die wird nicht, also für meinen Geschmack, interessant sein. Und warum fährt das Ding... Achso, weil hier auf... Okay. Ich mache Testfahrt jetzt an, ist mir jetzt egal. Alles aber grün. Es ist alles im grünen Bereich. Und wir gehen nach ganz vorne, sitzen hier. Auch schon mal ein ganz komischer Lift. Und wenn ich das hier links schon sehe, wie kann das im grünen Bereich gelandet sein? Ich weiß es nicht. So, fahren wir mal los hier. Das wird jetzt ein maximales Chaos. Diese Fahrt. Ah, Tode werden gestorben. Ich habe eigentlich echt, weil ich diese eine Achterbahn, diese drei Achterbahnen, die da hinten parallel fahren, extrem Hoffnung in diesen Park gehabt. Und ich werde jetzt mit der ersten Achterbahn, ja, schon zu Tode gerüttelt. Und jetzt kommt das Ding, jetzt kommt das. Der hat das mit Absicht so gemacht. Der hat das auf jeden Fall mit Absicht so gemacht. Ich weiß nicht, aber warum macht man so krasse Bäume in dem Weg nicht weg? Oh, ey. Wie heißt das Ding? Spinball. Okay, ja, es gibt diverse Spins. Ich glaube, ich spinne, ja. So, weiter. Also, ich gehe weiter. Ich hatte jetzt richtig auf einen richtig schönen Park hier gehofft. Also schöne Achterbahn, die sah doch optisch schon so gut aus und dann so ein Ding. Und hier, guck mal, das ist doch schön sein. Das ist auch schön. Oh, draußen geht jetzt gerade richtig Unwetter los. Ich nehme das hier schon mittwochs auf. Oh. Ich glaube, ich muss mal das Fenster gleich zumachen. Hier haben wir einmal ein Frisbee. Okay. Aber das ist doch schön gemacht hier hinten, ne? Das finde ich auf jeden Fall nice. Oh, ich muss mal ganz kurz... So, draußen tobt der Sturm und wir machen jetzt hier mal weiter. Oh, hier fährt ja auch eine interessante Achterbahn lang. Ah, geil, ich freue mich! Der Pelikan fährt hier rum. Pelikan, ich muss auch einen Pelikan bauen. Das Ding fährt nirgendwo rum. Man muss nur das passende Thema dafür haben. Man könnte so ein... So eine Piratenbucht bauen oder sowas, ne? So eine Bucht. Da fährt die Lok lang. Und da würde das Ding doch ganz gut reinpassen, eigentlich auch, finde ich, ne? Schön hier durch den Loop durch. Schön. Schön. Ich hab's jetzt schon oft genug gesagt. So, aber die düst hier auch mit 80 km/h lang, ne? So, die Tassenbahn ist am Start. Hier sind schöne Bäumchen. Oh, guckt euch diese Ecke hier mal an. Oh, ne, das macht's ja... Oh. Heide Witzka. Mit wie viel km/h fährt man hier lang? 89, ich hab noch untertrieben mit 80 km/h. Wollt ihr mich veräppeln? Wir machen die mal auf geschmeidige... Oh, 35 reicht doch vollkommen aus. Vor allen Dingen machen wir mal grün. So. Und da, die Dampflok, die fährt wenigstens noch mit einem halbwegs normalen Tempo. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hier in dem Park bin. Das hier ist sehr lieblos, muss ich ganz ehrlich sagen, das so hinzustellen. Er tanzt hier in der Reihe. Ja. Aber ich würde dann mal gerne die nächste Achterbahn aufsuchen. Ich habe mich jetzt verlaufen hier im Park. Was ist das denn da hinten? Da ist doch ein Eingang. Da ist doch der Eingang zu dieser Bahn. Schön, dann gehen wir doch da mal hin. Bewacht von einem Ritter. Ja, guten Tag. Und da haben wir tatsächlich auch so ein Gebäude drüber gemacht mit Bäumchen. Gebaut mit Bäumchen dran. Oh, wir wollen das Ding hier direkt mitnehmen. So, grün, ja, orange, orange, grün. Wir steigen mal ganz vorne ein. Irgendwie, nee, ich hätte mit dem Pfeil nach vorne, oder? Nee, links, rechts. So. Wo sitzen wir jetzt? Wir sitzen jetzt links vorne. Hm. Ich bleib jetzt mal hier sitzen, ja? Wir sehen das. Das sieht so schon lustig aus. Oh, diese Lichteffekte. Die Grafik ist schon toll. Oh, es gab jetzt auch ein Video auf der E3 von Planet Zoo. Ich überlege noch, ob ich da auch nochmal ein Video zu mache. Ich hatte ja neulich eins gemacht. Yeah! Wie macht eigentlich ein Pelikan? Achso, der kann ja hier so von der Kurve, ja? Das geht.
ist jetzt natürlich einfach nur hier auf Speed aus, die Bahn. Ja, mit einem Überschlag. Ob das hier so gewährleistet ist, dass das okay ist mit der Bahn, wage ich mal zu bezweifeln. Aber warum nicht? Komm. Jo. Familien. Oh, hier der schöne Schwung weg. Familiengerecht ist anders. Halt mal, hier fährt gerade einer hoch. So, das Ding beobachten wir jetzt nochmal in Ruhe. Wenn es denn irgendwie Ruhe geben kann. So. Eigentlich muss ich diese Perspektive hier nehmen. Da kann ich rauszoomen. Was ist, wenn der jetzt rumfährt? Über den Hügel. Okay, ja, das wollen wir nicht. Mal kurz gucken, was hier passiert mit der Bahn. Ich glaube, wir werden jetzt alle nochmal lachen. Ah! Noch geht's. Jetzt wird's verrückt. Jetzt geht's noch. Und jetzt kommt gleich der Überschlag, der erste. Da. Hui! Das ist Echtzeit. Hui, Überschlag. Jo, aber auch mal irgendwie schon cool bei der Bahn, weil die Wagen ja waagerecht bleiben, wenn du dich so umdrehst. Das hat irgendwie was. Also er hat ein paar coole Elemente drin, aber an sich von der Fahrt her total unrealistisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich will jetzt nochmal eine Sache gucken. Ich will mal gucken, wie die hier drin gesichert sind. Mit so einem einfachen Bügel kann ich mir nicht vorstellen, dass es da einen Überschlag geben darf. Also das ist mein Gedanke dazu. Die sehen auch jetzt nicht so begeistert aus, aber die müssen auch, glaube ich, schon eine Weile warten. Hallo? Eine Weile warten, bis das hier weitergeht. So. Und wir gehen auch mal schnell weiter. Das wird auch interessant hier gleich. Tomorrowland. Morgen ist alles vorbei, glaube ich. Tomorrow ist End. End, oh mein Englisch, oh ja. Okay, gut. Ich habe gerade überlegt, ne, was das hier ist. Ist das von der Bahn an sich? Aber ich glaube ja. Und dann hier ist nichts mehr? Hat der Geländer ausgeschaltet? Keine Ahnung. Das scheint aber ein Element von der Bahn zu sein. Naja, okay. So, ja, das Ding ist ja auch meine Park. Ich wollte es eigentlich da filmen, habe ich voll vergessen. Wow, was geht denn hier ab? Boah, das ist ja mega krass. Das kann nicht realistisch sein. Vor allen Dingen, dass ich diese Kurve hier schon sehe. Oh Mann, ey. Also, hier kriegst du nicht viele Leute rein. Hammer! Das macht keiner. Das macht keiner, sowas. Fontäne hier auf jeden Fall noch mitten durch. Irgendwas ist hier. Hier ist ein Ausgang. Ich gehe mal den Eingang mal angucken kurz. Was ist das hier für ein Wartebereich? Hier geht's dahin. Was ist das hier? Da sind nochmal 1000 Shops drin. Und oben drüber die Wasserbahn. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das kann man machen. Ja. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, um hier den Eingang zu suchen. Da ist er doch, ja. Okay, dann geht das hier so hoch. Ist ein bisschen nackig, das Ganze. Ah, Rom. Ja, der Style gefällt mir an sich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mitfahre. Ich guck mal hier. Ich flieg mal drüber. Ich hatte gerade eine feuchte Aussprache, habe ich gesehen. Aber egal, läuft. So, die Stromschnellen. Fährt das Ding hier noch im Testbetrieb oder was? Hier fahren ja alle leer los. Normalerweise warten die ja Ewigkeiten. Ja, wusch. Also auf jeden Fall hat man hier viel zu sehen von den anderen Achterbahnen drumherum. Nass wird man auch hier von den Springbrunnen. Hier so ein bisschen Style da. Ja, das ist doch gemütlich, die Fahrt. Aber die ist mehr gemütlich als alles andere. Einen großen Sturz gab es jetzt hier nicht. Und hier so leichte Stromschnellen. Also die Achterbahn ist auch mega hoch hier gebaut. Ja, mit leichten Stromschnellen dann hier wieder ins Ziel rein. Also ist jetzt nicht, ich bin da immer nicht der Fan von, da so extrem detailliert drauf einzugehen. Es sei denn, es ist krass thematisiert mit vielen Auslösern oder so. Und das sah mir jetzt hier nicht danach aus. Deswegen gehen wir mal schnell weiter, wenn ich hier irgendwo was finde. Was ist das denn da hinten? Was ist das denn da im Wasser?
Ach so, das ist die Achterbahn. Ah, ich habe gerade gedacht, dass... Entschuldigung, nee. Da ist irgendwas mit Boden. So, Wartebereich ist schon mal ziemlich kurz, weil hier geht es einfach mega schnell weiter. Komm, wir fahren jetzt auch mit. Orange, orange, orange. Dein Fahrgeschäft überschreitet das Limit für G-Kräfte. Das wirkt sich auf den Spaßfaktor aus. Ah, es geht los. Okay. Ja, schnell noch den Wagen da vorne nehmen. Wir sitzen irgendwo drin. Ah. Aber nicht in der ersten Reihe. Ich gehe weiter vor. Oh, das war doch mal ein chilliger Start. Und gleich geht es hier den höchsten Turm hinaus. Vorspulen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich hier vorspule, während das alles passiert. Ich drücke die Taste O. Das ist einmal vorspulen, also einmal schneller. Nochmal O ist doppelt so schnelle. Hier ist doppelte Spulen. Und P kann man dann Pause drücken. Mehr braucht man nicht. Und jetzt kommt dieser krasse Sturz. Sowas wird es nicht geben in echt. Da fährt auch kein Mensch mit. Also viel zu krass. Viel zu krass. Aber an sich cool, aber zu krass, glaube ich, für in echt. Es gibt zwar so eine Bahn, wo du dann so und über Kopf fährst, aber nicht mit so einem Tempo. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas zulässig ist, weil halt die G-Kräfte überboten werden. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall die Wasserfontäne an den Kopf. Irgendwann. Oh Gott. Ja. Boah, hier nach außen geneigt. Das fährt sich nicht angenehm. Das fährt sich einfach nicht angenehm. So, ja, ich muss hier den hier machen, Leute. Ich muss den hier machen, Alter. Wer baut denn das? Also das nächste Mal suche ich mir auf jeden Fall einen Park aus, wo ich weiß, ich habe zwar sehr viel Spaß hier dabei, ich kann auch nur mit dem Kopf schütteln, aber wo ich weiß, das sind mal schöne Achterbahnen, die so auch realistisch sind halbwegs, dann bin ich happy. Oh, ey, er will, dass man den Morgen nicht übersteht, wenn das hier das Tomorrowland ist. Er, sie, es. Er, sie, divers, ne? Oder wie war das? So, wir kommen an und wir haben es überstanden. Wir sind durch und ganz schnell weiter hier. Ich will hier raus. Hier ist noch eine süße kleine Bahn. Da, wo ist denn der Eingang? Ich mach's mir aber jetzt nicht so schwer. Was übrigens hier auch ist, schönes Schloss. Vielleicht aus dem Steam Workshop geklaut, man weiß es nicht. Ah, ich habe gerade Probleme mit der Kamera. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und das zeigt mal wieder, wie toll, was für tolle Sachen man in diesem Spiel alles erstellen kann. So, hier war irgendwo der Eingang, ja, da. Und da haben wir hier die Bahn und die fährt gerade los und ich steige schnell ein. Ich befürchte, wir verpassen eh nicht so viel. Aber, oho. Die sieht doch mal gemächlich aus. Aber die sieht eigentlich, ehrlich gesagt, genauso aus von der Form, von der Fahrstrecke, wie im letzten Part, Alpine Adventureland. Wenn ihr den mal bei mir gesehen habt, falls nicht, guckt noch mal rein. Ist genau die gleiche Strecke. Wie eine, ne? Eigentlich auch so, nur ein bisschen größer gewesen. Das ist doch eine schöne, kleine Kinderbahn. Nicht zu schnell, nicht zu falsch schräg oder irgendwas. Ich befürchte, diese Bahn wurde nicht selber gebaut, die schon. Ist jetzt einfach mal meine Behauptung. Weiter geht's. Wir gehen jetzt durch das Schloss. Er geht auch durch Schloss. Und sie geht auch durch Schloss. Hier können wir einmal die Prinzessin anbeten. Da ist irgendwo ein Shop, den kein Mensch erreichen kann. Das Schweinchen schläft davor. Ach, Musik. Ah, schön. Wonderful Brand Planet Coaster. Ich frage mich immer, warum sowas passiert. So krass. So krasse, grobe Schnitzer. Und dann hier 100 Läden nebeneinander. Und dann auch noch überall die gleichen. Das bringt doch nichts. Naja, okay. Akzeptiere ich. Ah, hier geht's durch. So. Hier ist ein Eingang und das ist der für diese Holzachterbahn. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Holzachterbahnen sind ja eigentlich
einfacher zu bauen. Und da fährt gerade eine hoch. Die nehmen wir mal mit. Schnell! Ich klicke ja noch die Leute an. Ja, die fährt hoch. Schnell einsteigen. Ja, perfekt. Erster Sturz direkt in eine Kurve. Linkskurve. Hier sind einfach wieder Nadelbäume dann drumherum. Das ist das Thema, was am einfachsten zu bauen ist. Finde ich immer. Das ist einfach schön und das ist effektiv. Und das sieht doch nach einer guten Bahn hier aus. Ich bin sehr gespannt auf die Holzachterbahn im Toverland. Da habe ich mir mal ein Video angeguckt. Die macht euch extrem viel Spaß. Kurve, Kurve. Hier ist jetzt nicht viel Airtime. Hier geht es mehr um Kurven. Ja, das ist doch mal eine smoothe, geschmeidige Achterbahn hier. Da kann man doch mal nicht meckern bei der ganzen Sache. So. Und jetzt fahren wir hier nochmal mit, weil ich einfach die Außenkameraperspektive so sehr liebe. Warum eigentlich immer da? Ja, das ist doch eine schöne Perspektive. Das Geräusch, herrlich. Ich sehe sie nicht. Die Kamera ist immer von unten so. Hier, so eine Kamera wollte ich haben. Also Kamera wechseln kann man dann, wenn man hier draufklickt, ne? Dann kommt einfach eine andere vorgeschlagene. Manchmal hat man dann auch hier so ein Stück Onboard, ne? Ist alles mit dabei, das finde ich cool. Es ist einfach abwechslungsreich. Es ist schön. Wunderbar. Okay. Ja, Alpin-Surfer. Na siehste. So. Ich habe nur gerade draußen quietschende Reifen gehört. Mich gewundert. Lokflume. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Oh, das Schöne ist, man weiß nicht, was auf einen zukommt, ne? Hat es gerade geplätschert? Ja, es hat geplätschert. So, okay, also hier ganz einfach ein Holzgebäude. Wobei von außen sieht das ja schon ganz gut aus. Wie hat er das denn gemacht hier? Ah, schön. Schön, schön. Und dann hier auch die Achterbahn. Ja, ne, ja, nicht so ganz, aber ja. So, der erste Sturz, das sehen wir mal von hier. Yay! Gleich mit einer Kurve und dann geht's auch direkt in die Stromschnellen hier. Also sind's ja nicht. Wie geht das denn? Wie kann man denn einen Baum? Doch, das geht. Aber warum? Fehler. Machen wir mal weg. So. Dann hier nochmal ein kleiner Sturz. Oh, hier wurde sogar ein bisschen was gemacht. Nochmal extra. Oh, dann geht's wieder hoch. Wingcoaster. Da fahren wir auch gleich mit. Da sind die nächsten Gäste. Oh, hier ist aber auch... Das geht ja auch schnell hier rein. Oh, schnell, schnell, schnell. Boah, direkt auch in die Kurve und direkt wieder hoch. Perfekt. So macht man das heutzutage. Kommt hier nochmal ein Sturz oder ist das jetzt einfach hier... Auf jeden Fall ist eine schöne Landschaft hier gemacht. Das finde ich wiederum gut. Die Streckenführung ist mäh. Bäh, mäh. Hier ist mal so ein schneebedeckter Baum dazwischen. Das war's. Ja, das habe ich jetzt mal schnell abgeruppt. Die Thematisierung wunderbar. Kriegt ihr ganz gut hin. Gut eng bebaut auch alles. Aber dann diese Schnitzer, dann die eine Achterbahn fährt durch die andere durch. Ne? Das sind immer so Sachen... Die müssen nicht sein heutzutage. Hier ist ein Wartebereich für die Bahn. Finde ich auch schade, dass er hier jetzt gar nichts drumherum gemacht hat. An das Gebäude. Aber sei es drum. Ich sehe gerade, hier hinten ist der Eingang für diese Bahn. Und die nehme ich mit. Nehme ich nicht mit. Shit. Ich mache mal auf Testfahrt. Und wir sitzen... hier auf der inneren Seite vom Wing Coaster. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie die heißt. Ich glaube, uns erwartet wieder der Tod. Oh mein Gott. Ja. Ah. Oh. Warum? Und so, ich mag das eigentlich, ehrlich gesagt, ich bin da überhaupt kein Fan von. Aber das machen viele. Viele von euch machen das wahrscheinlich auch. Dass sie die Achterbahn so hoch bauen. Das mag ich überhaupt nicht.
dass das so über anderen Sachen hin und her fliegt. Oh, hier auf einmal eine andere Farbe, das kann man ja auch machen, finde ich cool, dass das auch mal erinnert wird, dass das das gibt. Aber wenn das alles über so andere Sachen drüber fährt, an einer Stelle ist ja mal okay, aber das fliegt hier über alle Sachen drüber weg, das finde ich einfach, das ist halt nicht realistisch. Irgendwie, das ist nix, das ist einfach nix. Infinity Mountain Ride. Mountain. Schreibt man das so? Mountain? Ja, ich denke schon. Aber da wisst ihr, was ich meine hier. Das fliegt so hoch hier über allen. Das ist einfach nicht... Das würde es in echt nicht geben, so. So. Jetzt ist es mal gesagt. Ich gehe weiter. Die Holzachterbahn sind wir gefahren gerade, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch die einzige hier. Aber die ist echt mein Highlight. Das ist die beste Bahn bis jetzt im Park gewesen, die Holzachterbahn. Die gefällt mir sehr gut. Okay, hier hinten ist nochmal so ein kleiner Bereich. Was heißt kleiner Bereich? So eine Kartbahn. Oh, schön, auch mit auf und ab hier. Das sieht cool aus. Ja, der Weg dahin. Eine Kartbahn ist vorhanden. Das. Kein Freefutter. Das sieht hammergeil aus. Mein Highlight für diesen Park kommt vielleicht zum Schluss. Den Turm sieht man auch sehr selten in Parks. Sehr, sehr selten. Aber ich finde die Optik extrem nice, muss ich sagen. Guckt euch das mal an hier. Ne, diese ganzen Schienen, das System, wie das funktioniert hier dran. Das macht einen echten realistischen Look, finde ich, von der ganzen Sache. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall so eine hängende Achterbahn noch gesehen. Und hier sind halt drei Achterbahnen drin. Das müsste unsere letzte Achterbahn sein. Hier fehlt mir auch einfach irgendwas mit einem Gebäude drumherum. Der hat doch schon so viele Stunden hier in diesen Park reinversetzt. Alles hier grün. Und dann kriegt er das nicht hin, da so ein Gebäude dran zu bauen. Das finde ich ein bisschen schade. So, das ist ein Vierer, gehe ich mal von aus. Ja, Familie komplett in der ersten Reihe. Sie freuen sich noch. Wir freuen uns noch. Der Lift extrem langsam, aber okay. Heizt die Spannung an. Ich war ganz kurz am Überlegen, ob ich spulen soll oder nicht. Aber wir lassen jetzt mal die Spannung aufkommen und hoffen, dass das hier eine realistische, angenehme, lustige Fahrt wird. Aber wenn da ein paar Leute reingehen, dann scheint das ja schon mal... Ah, doch, jetzt geht's los. Da ist auch noch ein Gebiet, was ich komplett noch gar nicht gesehen habe. Naja, da ist noch irgendwas. Was. Oh, erstmal hier durch den Baum. Okay. Ja, schon recht schnell. Sehr viel Tempo. Das ist ein bisschen zu schnell alles. Zu viel Speed. Aber immerhin geschmeidig. Und die Außenkurven, ja, sind hier angenehm. Ich sag mal, diesmal ist angenehm. Looping. Aber die, ja, hier komplett kein Stützpfeiler. Das ist wieder so eine komplette Hängepartie hier, ne? Das ist Wortwitz. Drehung. Ui, oh, die war ein bisschen hart. Dann nochmal hier durchs Geländer durch von der Holzachterbahn. Ah, ein bisschen hart hier nochmal die ganze Sache. Aber ist ja alles im grünen Bereich, ne? Das kann einem ja dann egal sein. Ah, das ist auch, da könnte man so schön das Smooth-Tool anwenden. Ja, ne? Was denkt ihr denn über solche Bahnen, wie die hier in diesem Park sind? Schreibt mal bitte eure Meinung dazu. Würde mich brennend interessieren, wenn ich das Tempo von der Bahn hier sehe. Heidewitzka! Das ist schon mordsmäßig. So, ich will mal hier rüber. Sind wir diese da gefahren? Ich weiß gerade nicht. Na doch, das war unsere erste Achterbahn. Okay, alles gut. Was ist hier hinten? Hier ist nochmal, ne? Ja, hier auch so ein bisschen einfach gemacht. Ich finde die Farbe, das gefällt mir bei der Bahn nicht. Aber ich bin das einfach zu sehr im Kopf gewohnt, dass das weiß ist oder so. So, hier sind unsere Highlight-Bahnen.
Und hier ist einmal der Freefall Tower. Da kann man doch ein bisschen was machen hier, Leute. Das ist doch nix. Und dann noch nicht mal ein Geländer hier dran. Sollen die sich festhalten? Unglaublich. Unglaublich. So. Hier kann man nicht lang gehen, ne? Das ist einfach so eine Insel. Gebaut für die Optik. Ich hoffe, man sieht nicht die Schweißperlen auf meiner Stirn, weil wir ja irgendwie 30 Grad hier sind. So, naja, okay. Also Abschluss jetzt. Die Achterbahn. Na, warte mal, ich guck nochmal lieber nach. Hier hinten, ja, Go-Kart hatten wir, das 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 hatten wir auch hier, wa? Oder was ist das hier? Ich glaube es nicht, wa? So, das ist die Bahn, die ich eben schon mal gesehen habe hier, wa? Und dann haben wir das hier alles. Ich bin ja Berliner, wa? Also ich bin in Berlin geboren. Kann ich euch sagen, wa? Aber ich kann nicht so richtig Berlinern, ne? Das nur früher bei der Bundeswehr gelernt, da haben die immer gesagt, ich geh mal in Rochen, wa? Und so, ne? Meine Eltern und so. Aber ich habe nie Berlinert, aber ich versuch's manchmal so ein bisschen. So, wir steigen mal in die rote Bahn ein. Das Gebäude gefällt mir sehr gut. Ich gehe mal hier rüber. Ist hier. Und hier ist die gelbe, so ein bisschen drunter. Orange und gelb, so rum. Wie ist das dann mit den Eingängen geregelt? Ach, das ist eine Bahn! Das ist eine Bahn, Leute! Da müssen wir jetzt mal einsteigen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So, alles grün, Gateways. Das ist eine Bahn, meine Damen und Herren. Und wir fahren hier an der Stelle los und mal gucken, wie lange das noch dauert. Dieser Typ Bahn, ne? Das ist ja, da muss ich immer an Expedition GeForce denken. Und ich will mal irgendwann mit dieser Bahn fahren. Expedition GeForce gefällt mir extrem gut. Jetzt fährt die erste los und gleich, wenn die hier ist, kommt die andere nächste an. Ich verstehe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie aus dem Workshop ist, die Bahn. Ich glaube, ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Aber ich will jetzt nichts vorhalten. Oh, der Rauch macht es natürlich spannend hier oben. Oh, das wird jetzt nice. Das ist ein, wie nennt man diese Bahn nochmal? Ein Hypercoaster. Es geht ab und zu mal durch diese Tore, die finde ich ganz cool. Ansonsten habe ich das Gefühl, der ein oder andere Pfeiler war doch schon im Weg. Die geht auf jeden Fall ordentlich zur Sache. Und ich glaube, boah, Pong. Die Arme sollte man hier auf jeden Fall nicht ausstrecken. Aber die hat schon was. Das hat irgendwie was. Realistisch auf keinen Fall, würde ich jetzt mal sagen. Allein von der Länge. Aber. man weiß halt nie, wo es gleich lang geht. Und das gefällt mir an der Bahn extrem gut, muss ich sagen. Und wir sind jetzt noch im roten Bereich. Da kommt gleich. Boah, Leute. Bist du eigentlich einmal Erbauer? Ich möchte dich ansprechen an dieser Stelle. Bist du einmal deine Bahn selber mitgefahren und hast gesagt, jo, das ist gut so? Ich weiß ja nicht, ob mir die Bahn, der Park vorgeschlagen wurde von dem Erbauer selber oder ob der den gesehen hat und gesagt hat, ist gut. Das sind so Sachen, das ist nicht so optimal alles. Das ist ein extrem geiler Look hier an der Stelle. Das ist so ein Look, liebe ich ja. Das müssen wir doch eigentlich als Screenshot dann nehmen hier oder sowas. Ich weiß nicht, was ich am Ende nehme. Ich muss da immer gucken, für was ich mich entscheide. So, jetzt fährt die andere neben uns oder was? Nee, es fährt keine neben uns. Noch nicht. Wahrscheinlich erst beim dritten. Und wir sind jetzt erst die halbe Strecke gefahren, wenn man das so sehen kann, ne? Ich weiß nicht. Gehe ich mal von aus. Also, wir machen auf jeden Fall ein paar Meter heute. Oh yeah. Was soll ich jetzt großartig sagen während der Fahrt? Ich könnte auch mal meine Klappe halten, das kann ich aber auch nicht. Ich mache mal zur Abwechslung. Setzen wir uns mal hinten rein. Wenn man dann einfach mehr sehen kann von dem Verlauf der Strecke irgendwie, wenn ich das hier so... Oder?
Ich finde das immer cool, wenn man das vorne so sieht. Ah, da geht's gleich lang so. Hier, die Raupe. Yeah. Und dann sieht man auch mal hier, wie knapp wir durch diese Pfeiler da anderen fahren. Ja, die wuselt sich so ganz gut durch hier. Also ich will gar nicht wissen, wie lange man an so einer Strecke baut. Allein das, die Strecke an sich und dann nochmal diese ganzen Sachen da dran, diese Pfeiler da. Da ist schon gut Zeit reingeflossen. Allein in diese eine Achterbahn, bei der ich am Anfang gedacht habe, das sind drei. Vielleicht ist sie auch noch erbaut worden, bevor man über das Update die Synchronisationen machen konnte. Man weiß es nicht. Ich spule mal vor, weil das jetzt hier so langsam vorfährt. Weil sonst zieht sich das hier wirklich ganz schön in die Ewigkeit. Und jetzt möchte ich hier die anderen Bahnen hochfahren sehen. Doch die eine fährt, ne? Ne, es fährt keine. Was macht denn das für einen Sinn? Wenn die drei hier alle parallel hochfahren zu lassen, wenn die doch nie parallel hochfahren. Das macht mich so ein bisschen kürre und aggressiv. Ich weiß es nicht. Sagt's mir, was es mich macht. Also, sehr strange das Ganze. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir mal alle drei hier losfahren. Das ist wahrscheinlich irgendwie Zufall, wenn das mal passiert. Das hatten wir doch vorhin gesehen, dass da zwei gefahren sind. Keine Ahnung, es war Zufall. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Puff. Ja, die Bahn fährt sich halt so. Ich würde sie in echt mitfahren wollen. Wenn die ganzen Pfeiler aus dem Weg sind und die Bäume, dann würde ich mitfahren. Wenn ich meine Arme ausstrecken kann. Ich fahre ja Achterbahn. Grundsätzlich versuche ich, die Arme hochzuhalten. Freihändig fahren. Ich bin ganz mutiger. Husch. Husch. Ja. Oh, ey, ich gucke gleich mal in die Statistik von der Bahn, wie viele Kilometer Strecke das sind. Hallo. Oh, jetzt wird aber ein bisschen hier zack, zack, zack. Puff, puff, puff. Und ich glaube, jetzt sind wir langsam da. War jetzt schon lang genug hier, das Ganze. Wow, 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 wow. Ja, das ist ein schöner Hubbel hier nochmal. Und dann geht's doch ins Ziel. Ja, also. Unglaubliche Fahrt. Kurz mal die Statistik und alles grün hinbekommen. Das ist auf jeden Fall mein Respekt hier an der Stelle. 152 km/h ist natürlich schon ordentlich. 443 Sekunden, 6,3 Kilometer. Szenarios an der Strecke sehr hoch. Also hier ist echt tiefster Fall 91 Meter. Das Ding ist ordentlich. Durchschnittsgeschwindigkeit 40 km/h. Ja, das ist auf jeden Fall die längste Achterbahn, glaube ich, die ich bis jetzt in so meinen Parktouren gefahren bin. Ich weiß nicht, ob diese Wunderland-Achterbahn damals auch schon, keine Ahnung. Aber ja, das war's jetzt hier von dem Park erstmal. Schöne Büsche. Ich wusste gerade, ich werde alt. Ich werde alt. 35 Jahre alt bin ich jetzt an diesem Tage. Und ich bin jung geblieben und werde auch erwachsen. Es ist ein tolles Alter. Ne, mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Und nächste Bahn zieht da hoch. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Ihr abonniert mich fleißig. Ihr lasst fleißig die Likes da und kommentiert das Ganze, wenn ihr wollt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Die lese ich dann immer sehr gerne mir alle durch. Jeder Kommentar bekommt ein Like. Bei diesem Video wird es wahrscheinlich sehr aufwendig, aber ich mache das. Ein Like, nein, ein Herz, den ich gelesen habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in einem anderen Video wiedersehen. Ich werde euch hier verlinken, was ihr noch anschauen könnt und auch ein Abo dalassen, was ihr auch noch nicht, falls ihr das nicht gemacht habt. Keine Ahnung, Links sind jetzt da und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Wir sehen uns wieder.